Nacht auf Mittwoch forderte das Rote Kreuz einen Schneepflug an, um einen Verletzten nach Zell am See bringen zu können. Zehni war es, haben wir noch die letzten schlafen gegangen. Und es ist, haben wir bei uns nachher, jetzt, wir haben auch schon ein wenig eingeschlafen. Und um 3:45 war es circa, 12 war es, das letzte Telefon einmal lang. Dann ist seine Freundin, die hat auf einem Nachtkastel erwischt. Und die hat drüben nachher, die hat von mir, von Augsburg, angerufen, dass der Michael in seinem Zimmer liegt er neben dem Bett und er kommt einem auf und er kann sich nicht mehr reden. Die beiden Mitarbeiter des Roten Kreuzes hatten nicht mit dem Wintereinbruch gerechnet. Beim Hinauffahren war noch Regen und nach dem Verladen vom Patient war dann schon ca. 15 cm Schnee und wir haben dann weitere Hilfe benötigt, weil wir hätten sonst den Amazon nicht mehr angekommen. Die Gurk hat dann mit einem Fahrzeug uns weitere Ketten gebracht, weil wir haben nur zwei mitgehabt. Und mit vier Ketten haben wir dann im Konvoi die Straße gut bewältigen können. Also mussten Mitarbeiter der Großglockner Hochalpenstraßen AG der Rettung zu Hilfe kommen. Es war ein sehr starker Schneesturm bereits. Dann oben angekommen, haben da ein Rettungsfahrzeug mit Schneeketten voll bestückt. Den Verletzten haben wir ins Haus gegeben und so hat das Rettungsauto problemlos entkommen. Also ich möchte erstmal allen danken, die mir gestern bei der Rettungsaktion, kann man so fast schon sagen, dabei war. Es waren ja einige Leute und das war auch sehr zeitintensiv. Wir sind ja fast 5 Stunden unterwegs gewesen, bis wir letztendlich die gute 20 Kilometer bis ins Krankenhaus geschafft haben. Und vor allem möchte ich Anita grüßen und Elisabeth, die mich also gleich am Telefon unterstützt haben. Ja, und jetzt liege ich da und hoffe, dass ich relativ schnell genesen bin, dass ich wieder arbeiten kann.